So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge Skyrim. Mir ist gerade eben noch aufgefallen, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, davon kannst du doch wieder einen schönen Screenshot hier machen. So, Screeny, Screeny. So, Halle der Leistung. Hat die nicht irgendwas anderes gesagt? Wie das Ding hier heißt? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall neu hier und darf direkt alles mitnehmen. Finde ich Jetzt gut. zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Wie? Ihr seid hier untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Das hast du schon gesagt. Das ist aber nett, dass wir mir hier gleich einfach erstmal beigetreten. Ich liebe die kühle Luft. Sie ist anregend. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Diese Frau, ey, die ist einfach lebendig hoch 10. Wie die mir einfach hier gleich so ganz viele Sachen schenken, obwohl die mich noch nicht mal kennen. Ich finde das schön, wie die mir schon vertrauen, ey. Darf ich ja auch mitnehmen, oder? Nee, das ist Diebstahl, okay. Weil das den anderen gehört. Na gut, ausnahmsweise. So. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Okay. Warum auch querfeld eingehen? Ach ja, ich würde ja den ganzen Schnee hier kaputt machen beim Drüberlaufen. Ich verstehe schon. Das könnte ich das könnte ich wirklich nicht verantworten, ey. So, warte mal, ich werde jetzt erstmal. So, na komm. Streitkolben des Molag-Ball kommen dann sowieso Teufdi an meine ist inzwischen Hauswand. dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Na gut. Lass dich von Teufdi unterweisen. Halle der Elemente. Schmutzfink. So. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Okay. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, Ich passe dass hier so gut Magie rein. ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Du Frage. überhebliche. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Alter, was ist denn mit euch? Ich habe bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ey, voll unhöflich. Ich finde das schon unhöblich. Lasst ihn doch wenigstens mal ein bisschen erklären. Einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Ich Oh. glaube, da irren Sie sich. Mjoll. Großartig. Und ich bin stolz, es mal Also ich erleben finde zu dürfen. schon hier, ich kenne mich natürlich nicht aus. Ich bin hier kein Supermagier, aber hä? Sicherheit ist das Allerwichtigste. Hä? Wie unhöflich von denen. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Noch nie verwendet, wird schon Ich nie. werde euch allen einen Schutzzauber lehren.
und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ich habe einen Schutzzauber, benutze ihn aber nie wirklich. Ja, das stimmt. Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen bei Gegnern. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Ja, dann mach dich weg hier. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Okay, warte. Das war... Boah, was war denn das nochmal? Feinau? Nee. Verdammt. Wiederherstellung? Nein. Oder? Ach doch, leichter Schutz. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten. Sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Ja, dann... Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Ja, ich bin dir doch gegenüber! Haltet still! Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Nein. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal. Hier in der Nähe begonnen. Ach, gucke mal. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Wow. Danke. Das war ja sehr erhellend. Trifft Holztier vor Saartal. Die Akademie ist eine Kuriosität hier in Himmelsrand. Magie wird hier nicht gerade gern gesehen. Himmelsrand könnte kaum verschieden als Elzweier sein. Aber die Magie ist überall gleich. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ja, natürlich. Ach komm, ey. Wer hätte es gedacht? Die Leute sagen... Wisst ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Gott, Mjöll! Oh, dieses Mädel! Verdammt nochmal! Ich glaube, meine Eltern haben mich schon am Tag meiner Geburt hier an der Akademie angemeldet. Ach, das ist ja sehr toll. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Oh, okay. Warum auch immer, keine Ahnung, aber danke. So, Saartal. Jetzt können wir da rein. Auf geht's. Oh. Oder auch nicht. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte... Ja, warten wir einfach mal ein paar Stunden hier. Wir waren wohl ein bisschen zu schnell. Auf der Straße zu berauben. Guck mal hier. Als ich Düsterklinge zog, die redet immer noch davon. Nach zwei Stunden. Hallo, ich bin da. Hier sind wir nun. Wollen wir hinein? Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Wonach suchen wir denn? Nach allem. Nach allem, was irgendwie von Interesse sein könnte. Okay. Darum finde ich ja diesen Ort so wundervoll. Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden werden. Und sollten dabei meine Worte über die Gefahren der Magie zufällig bei dem einen oder anderen Schüler auf offene Ohren stoßen, dann wäre das ein glückliches Zusammentreffen. Okay. Er kann mich in Veränderungen unterrichten. Was bist denn du für eine Stufe? Ich gebe gerne etwas von dem weiter, was ich weiß. Er ist Meister, okay. Interessant. Ich bin noch nicht bereit. Nein, ich fürchte, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Das wirst du aber haben. Lebt wohl. Weil ich gehe jetzt erstmal wieder nach Markat, hol mir mein Training und dann komme ich wieder zurück. Und das dauert locker erstmal einen Tag.
Nichts ändert sich in der Stadt aus Stein. Amanda Aleia, ein Söldnerleitfaden zu Markart. Oder Markart. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Ihr braucht etwas? Braucht ihr etwas? Ruki, Alter, wie bist denn du angezogen? Ist das nicht kalt? Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Hilft einem verkrüppelten Arbeiter über die Runden. Na dann, hier, bitteschön. Und jetzt verzieht euch. Oh, schön, ich mag ihn. Aber genau darum Gold ging es ja. Was schön. Und so rotzfrech, ey. Ja, geil. Fremde. Denke ich mir auch immer, wenn ich deine Pissfresse sehe. So. So, Verzauberungstraining. Hallo, ich bin wieder da. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch, Senna. Vielleicht nimmst du ja doch irgendwann mal einen Schüler auf, hm? Kannst dann auch meinen Segen empfangen. Oder anwenden. Brauche ich nicht. Wo ist denn hier eure Meisterin? Da sitzt sie wieder in der Ecke und säuft, natürlich. Freunde, wie hier seid ihr an der richtigen Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. Und jetzt haben wir es direkt auf 50. Nice. Vielen Dank. Bringt halt auch gleich wieder schöne Erfahrungspunkte. Und ich vergesse immer wieder, hier, wir können doch hier noch ein bisschen leveln. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Dankeschön, Orla. Ach man, die sind alle so lieb zu mir. Ich habe aber bisher auch kaum, ich sag jetzt mal, böse Quests oder sowas gemacht. Okay. So, dann wieder zurück nach Sartal. So, warte mal, jetzt ist es gerade 10.46 Uhr morgens. Jetzt gucken wir mal, wie spät es ist, wenn wir da sind. Alter, mehr als ein Tag. Junge, wir brauchen einfach 20 Stunden bis hierher. Illusion verbessert auf 51. Bringt euch gut Punkte. Es ist aufregend, gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Meine Mutter war eine Ihr gebt einem alten Sie Mann ist die Hoffnung. Jüngere, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Ach Mann. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich mag Mjoll, aber das geht nur voll auf den Sack zur Zeit, dass die hier überall reinquatscht. Die Sterne studieren, sagt ihr? Nun, ein Zauberer, der sich mit den Sternen befasst, gab es seit... Oh. Was ist los? Was ist geschehen? Nun, es ist ein kleiner Schönheitsfehler des Rufs der Akademie. Leider einer von vielen. Hm. Ihr solltet ins frostige Feuer gehen und mit Nelaka sprechen. Es ist seine Geschichte. Und ich möchte ihn nicht in Verruf bringen, indem ich hinter seinem Rücken mit euch spreche. Oh, ich verstehe. Den Elfenmagier aus Araneas Vision. Um Gottes Willen, was war denn das nochmal? Okay, warum ist dieser Ort so wichtig? Uns interessiert besonders die Verbreitung magischer Siegel auf den Grabstätten hier. Sie sind ganz anders als alles, was wir kennen. Okay, na dann, einer. Also gut, bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein. Aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Eigentlich. Na, ich weiß ja nicht. Wenn du schon sagst, eigentlich. Okay, rein hier. Dann gucken wir doch mal. Es ist eine Nordruine, also können wir uns schon denken, was hier drinnen kommt. Ich bin nicht sicher, dass wir hier sein sollten. Ach, jetzt auf immer Schisser sein, oder was? Vielleicht wissen, war Sartal eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Sartal geschehen ist. Hm. Wer weiß, was wir hier finden werden. Na, aber jetzt kriegt er wohl alle Muffen sausen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Eine so frühe Zivilisation und ihre Magie studieren zu können. Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen?
Ich habe keine Fragen. Ah, ja. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Okay. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Was machen wir mit euch an? Zu denken, dass meine Vorfahren die Heime von Onmunds Vorfahren zerstört haben. Warum sucht ihr nicht nach Schutzzaubern? Alles, was darauf angelegt ist. Ich nehme jetzt ein Eisenherz mit. Das ist auch magisch. Identifiziert sie nur. Also gut, alle miteinander. Lasst uns vorsichtig sein, aber auch Spaß haben. Ich mag ihn irgendwie, der ist niedlich. Ich liebe die kühle Luft. Ja, Mjoll. Ist anregend. Ich sehe keine Anzeichen von Abwehrzaubern. Entweder gibt es keine oder sie wurden schon vor langer Zeit entfernt. Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Okay, es sollte eigentlich sicher sein. Hast du vor, keine Ahnung, 2 Minuten noch gesagt? Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Ja, ich baue ja auch nicht an der Wand, sondern am Boden ab. Dass meine Vorfahren die Heime von Onmunds Vorfahren zerstört haben. So viel. Seid ihr vorsichtig? Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Alter, ja, ist doch gut. Was ist denn nur los heute? Verdammte Axt. Knochenmehl, Schuppenschwamm, okay. Ein Lederstreifen. Guck mal hier. Hä? Ich wollte schon sagen, das kann man doch abbauen. Golderz. Smaragd. Nice. Okay. Nice. Glaubt ihr, wir finden seinen Schatz? Etwas, das aus Jesargo einen mächtigen Zauberer macht? Ich glaube weniger. So wie sie es aussieht. Na gut, könnte vielleicht im Tieferen was versteckt sein. Was kann ich euch sagen? Ich kenne die Quest von der Magier-Gilde überhaupt nicht mehr. Das ist einfach... Ich glaube, ich habe die nur einmal gemacht. Ich kenne nur, wie gesagt, den Typen, der Impf hat, der den... der diese komplette... gerne in den Knochen seiner Vorfahren herumwühlen würde? Der hat halt... das ganze Ding ohne einen einzigen Zauber durchgespielt. Das ist halt schon eine Ansage, ey. Siehst du mal, wie wenig Magie du eigentlich für die Magiergilde hier brauchst. So, wo muss ich denn jetzt aber nur hier hinten? Warte mal. Hab ich keine aktive Quest oder so? Hier. Ach, hier drüben. Ach. Seid hier vorsichtig. Ach ja. Die Städte wurde noch nicht vollständig gesichert. Hallo, Arniel Gain. Nun, nichts von dem bringt meine Forschung weiter voran. Was wisst ihr denn über Ancano? Er hat mir viel zu viele Fragen über meine Forschungsarbeiten gestellt. Ich glaube, die Talmor versuchen, meine Arbeiten zu stehlen. Ich Nein, habe wirklich? Ihm natürlich nichts gesagt. Was ich tue, ist viel zu wichtig. Darüber darf ich kein Wort verlieren. Ist auch besser so. Okay, Teufel hat mich geschickt. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Such nach magischen Artefakten. 054. Du hängst hier am Tisch mit einer Laterne. Könnt ihr euch vorstellen, wie alt dieser Ort sein muss? Hunderte von Jahren? Tausende? Sehr alt. So, wir brauchen wieder hier. Was haben wir denn hier? Verzauberter Ring. Hä, die liegen ja einfach so rum? Zeig mal her. Steigere die Gesundheit um 20 Punkte. Naja. Noch einer. Altes Amulett.
Na toll. Altes Amulett. Ach ja, Amulett von Sartal. Zauber verbrauchen 3% weniger Magika. Ja, geil. Hallo. Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Ich bin hier drin gefangen. Wie in aller Welt ist das passiert? Ich habe ein Amulett von der Wand genommen. Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Jo. Friss Magie. Oh, das wollte ich nicht. Verdammt. Nein, Entschuldigung. Ich wollte das hier machen. Ich benutze keine Magie für sowas. Tja, da müssen wir jetzt wohl warten. Hallo, Teufel. Lass mich raus. Und wenn ich das Amulett wieder ablege? Dann hört das auch wieder auf. Ah, okay. Folge Teufeltier. Langsam laufende NPCs. Das ist immer so schön. Nun, das ist höchst ungewöhnlich und sehr interessant. Klar. Die haben ja keine Ahnung, wie lange jetzt hier schon geguckt und haben das Amulett dort an der Wand nicht gesehen. Ist klar. Ich bin nicht sicher, was uns hier erwartet. Bitte seid vorsichtig. Also ich bin nicht wirklich begeistert davon, wie gut ihr hier arbeitet. Das Ding war doch auffällig as fuck, ey. Die Ringe, okay. Dass man die übersehen hat, das kann ich mir nur vorstellen, weil die hast du ja auf dem Boden überhaupt nicht gesehen. Warum in aller Welt sollte dies denn versiegelt sein? Was ist das für ein Ort? Ja, dann geh doch weiter und guck. Knochenmehl. Hier ist alles zu... Huch. Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Ich bin kein Magier. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Ich bin Sijik-Magier, okay. Und er war komplett eingefroren hier in der Zeit. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Hm. Was ist da gerade geschehen? Irgendein Geist ist mir erschienen und hat zu mir gesprochen. Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Mjoll! Mann, die Frau macht mich wahnsinnig. Es ging um bevorstehende Gefahren und den Psychic-Orden. Psychic-Orden? Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Nein! Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Hm. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Na was wohl? Was ist denn der Psychic-Orden? Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschwiegen. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden, zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeum. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Ganz kurzer Moment, ich bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Entschuldigung.
Da war gerade etwas Dringendes. So, Entschuldigung. Ja, klar, ich frag dich erstmal, was habt ihr zu verkaufen? Blick darauf. Klar, ich handle erstmal mit dir. Ist gar kein Problem. Kann ich dir irgendwas andrehen? Hier zum Beispiel, oder... Hier, ich verkaufe dir dein eigenes Zeug. Hier, Novizenkapuze, hier, bitteschön. Bitteschön. Ich verkaufe euch einfach euer eigenes Zeug. Ah, ist das nett. Dankeschön. Okay, machen wir die Dinger mal auf. Bis zum nächsten Mal. Warum hat der Orden mich kontaktiert? Ja, woher soll er denn das wissen? Ach ja, natürlich. Wer hätte es gedacht? Oh nein, das kommt nicht in Alter, die halten aber gut aus. Respekt. Veredelter Malachit? Ja, geil. Das war doch klar, dass die da rauskommen. Oh, guck mal hier. Versteckt. Auf jeden Fall zwei seltene Sachen drin gewesen. Sehr schön. Ach, toll. Seid bereit, euch zu verteidigen? Ja, bin ich. Lauf bitte weiter. Ich bin so ungeduldig. Ja, man muss doch hier nicht so rumschleichen. Seid bereit, euch zu verteidigen? Oh nein. Jetzt sagt das bitte nicht alle 3 Meter. Das ist einfach faszinierend. Ja, ist es, aber bitte lauf doch einfach dabei weiter. Das wäre ganz lieb. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist einfach faszinierend. Jo. Das ist einfach faszinierend. Mann. Was ist denn das? Na komm. Ich würde schon sagen, das sehe ich doch schon. So, hier ist ja was los jetzt. Oh, das ist sie? Hä? Ach so. So etwas habe ich in den Nordruinen nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Naja, gut. Da lohnt sich ein genaueres. So etwas habe ich in den Nordruinen. Find heraus, welche Gefahren in Sartal lauern. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Ich würde gern eine Weile bleiben und das alles untersuchen. Ihr dagegen sollt weiter versuchen, das zu finden, was diese Vision euch gezeigt hat. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon voraus. Ich komme bald nach. Na gut, dann gehen wir mal. Okay. Also jetzt können wir hier wenigstens looten. Weil wir der Erste hier drin sind. Oh, endlich darf ich wieder laufen. Danke. Danke, Spiel. Feuerhuhn, die dürften mir theoretisch nichts anziehen. Doch, okay. Die ignorieren einfach meine Resistenz. Und vor allen Dingen nicht mal wenig, holy shit. Ja, schon meine Rüstung an. Krass, okay. Dann zählt das nicht direkt als Feuerschaden. Ja, wahrscheinlich wirklich Magieschaden. Okay. Jetzt mal hier wieder. Katzenschein, ich will ja was sehen. Och. Moin. Gut geschlafen. Kann ich auch. Aber ein bisschen besser als ihr. Oh, Alter. Das ist noch ein ganz großer hier. Okay, erstmal hier die Kleineren. Okay, Alter. Hier mal noch ran. Verhandlung verbessert auf 41. Sehr schön. Der ist weg. Der noch. Auger Todesfürst. Junge, halt die aus, ey. Jawoll.
Hui, Alter, okay. Das war schon heftiger auf jeden Fall. Nice. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Kleiner Seelenstein. Gold und Silberring. Gold. Rockischer Dolch. Was haben wir hier noch? Jawoll! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich guck nochmal kurz hier drüben. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Blasenpilz. Ah. Okay, merkt man auch, dass die wesentlich leichter zu knacken sind inzwischen. Alter. Ja, der wiegt 30, aber Junge, bringt der Geld. Und ich brauche viel Geld. Ich brauche richtig viel Geld. Für dieses Training einfach nur. Wenn man da gesehen hat, dass ein Level dann schon über 1000 Gold kostet und das ganz schnell dann einsteigt ab Level 50. Wir brauchen richtig viel Gold. Schmiedekunst kann ich, denke ich mal, von selber dann hochleveln, indem ich einfach 50 Millionen Rüstungen herstelle aus dem ganzen Erz. Verzauberung wird ein bisschen schwieriger. Die würde ich gerne so mit den Trainingseinheiten hochmachen. Aber zum Glück sind wir jetzt langsam an einem Stadium, wo wir auch echt viel Gold machen können. Gold, magellose Rubin, Zaubertrank und Eisenpfeile. Na komm, ich hab dich doch gehört. Ach ja. Brauchen wir Geißeln. Bist du? Holoser. Ja, komm, gleich mal weg. Daneben. Nice. Gewetzter alter Nordkriegshammer. Die sind leider überhaupt nichts wert, die Dinger, ey. Silberbahn. Okay, weiter geht's. Oh, Rätselzeit. Okay. Okay, aber habe ich hier irgendeinen Hinweis? Ach komm, echt jetzt? Das ist doch nie und nimmer so... Komm, bitte nicht. Das ist doch lächerlich, Freunde. Bitte nicht. Oh nee, bitte. Oh Gott, ey. Das ist doch peinlich. Da kommt ja jeder Dulli drauf. Hey. Oh. Glocken verbessert auf 59. Nice. Und? Amulettus Julianus, ja. Hat ein Draugo bestimmt an. Und noch eine Ebenherz-Streitachs. Alter, wir werden wieder richtig Gold machen. Sehr schön. Boah, nice. Finde ich gut. Da hin. Und Kerzenschein ran. Ich liebe die kühle Luft. Ich sehne mich nach einem so, Kampf. Ja, so.
Sorry, aber das stört mich gerade übelst, ey. Weil es halt immer das Gleiche dann ist, Mann. Oh. Sieht schon gut ab, ey. Holy shit. Aber solange es mich nicht instant killt, alles easy. 10 Gold. Oh. Oh. Nochmal ein Rätsel. Oh. Okay, diesmal könnte es vielleicht nicht so einfach sein, dass das nicht einfach das Dahinterstehende ist. Wir probieren mal, aber ich glaube, diesmal ist es was anderes. Ich hoffe es. Hat er sich gerade von alleine wieder gedreht? Hm. Oh. Hä? Okay. Die drehen sich irgendwie von alleine jetzt wieder. Interessant. Fisch. Ah ja, aber die Abbilder sind doch die gleichen hier, oder nicht? Fisch und Vogel, ja. Die Abbilder sind die gleichen, aber hä? Wenn ich den hier bewege, bewegen sich alle. Wenn ich den hier bewege, nur die drei. Das heißt, ich müsste ihn als letztes bewegen, wenn ich alle eins vorher habe. Das heißt, ich bringe das hier auf die richtige Position. Theoretisch das eins vorher. Oder? Ja, das ist dann... Ne, den kann ich ja sowieso dann immer drehen. Ne, die muss ich alle eins vorher drehen, wenn ich den dann in die letzte, in die Ausgangsposition kriege. So rum. Das heißt, ihn, mit ihm muss ich gerade anfangen. Er muss so, eins vorher. So, Schlange, dann... Das passt. Nur noch er, so. So, und wenn ich ihn jetzt nochmal drehe... Gefahr ist im Anmarsch, das spüre ich. Seid vorsichtig. Ja, ja. Und... Das passt. Nur noch er hier, zack. Und wenn ich ihn jetzt drehe... Müssten theoretisch alle richtig sein. Jo. Nice. Okay, das war jetzt schon cooler gemacht, fand ich. Das ist doch mal... Ich sag mal ein Rätsel, wo du kurz ein bisschen rumprobieren musst. Alles klar. Wartet. Gehen wir. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Dankeschön. Jetzt, wo ich hier schon alles raus habe, oder was? Die Tralle Argonische Maid. Ja klar, natürlich liegt das Buch hier. Oh nein. Nein, nein, das lesen wir ein andern Mal. Das lesen wir jetzt nicht hier in dieser Situation. Alter, liegt ja einfach mal neben mir als Helm rum. Na geil. Junge, ich werde so viel Gold machen. Aber diese Pfeilfallen sind halt so useless. Königer Seelenstein. So, weiter geht's. Alter, was ist das denn? Oh Gott, ich erinnere mich, aber was war denn mit dem Ding? Nun seht euch das an. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir so etwas finden würden. Warum ist dies so tief in Sartal begraben? Das ist einfach faszinierend. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hallo. Hä, Galdursson, hat man so ähnlich schon mal? Warte mal, ich hab doch den sein Amulett hier. Die ganze Zeit schon an. Oder?
Ach nee, ich habe. Oh, ich habe immer noch dieses scheiß Amulett von Sartal. Jo, Fragment von Gauldors Amulett. Ich mach dem keinen Schaden, scheiße. Muss ich den mit Magie bekämpfen? Nö. Nichts scheint zu funktionieren. Was du nicht sagst. Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Okay. Ah, okay, der ist wahrscheinlich mit dem Ding da irgendwie gekoppelt. Ja. Alter, hä? Der ist ja voll easy. Du bist ja mal mega, Billo. Steckert Magikern 30 Punkte, okay. Versiegelungsformel. Ich bin nicht der Einzige, der das sieht, oder? Also, das ist ja wirklich einzigartig. Hm. Okay. Warte mal, ich muss erstmal looten. Bösartiges Gift. Hier mir hinterher rennt. Da will unbedingt mit mir quatschen. Nee, jetzt wird erstmal gelootet, mein Freund. Oder? Nee, da will nicht mit mir quatschen. Kann ich damit irgendwas machen hier? Sieht nicht so aus. Okay. Gold und silberne Artemis. Und was ich damit sagen wollte ist, Gold und silberner Amethystring. Verdammt nochmal. Immer zu dumm zum Quatschen. Okay, hier geht's wieder hoch. Kann ich damit einfach gar nichts machen hier, oder was? Hm. Okay. Gibt's hier wenigstens noch eine große Loot-Truhe? Nee, aber einen Schrei gibt's. Und eine große Loot-Truhe. 280 Gold, jawoll. Rolle des Feuersturms. Vulkanglasstab des Friedens. Wertwitz. Alter, was? Eisenpanzerhandschuhe des schwachen Führens. Eine. Bringt auch wieder eine Menge Geld. So, was kriegen wir hier für einen Schrei? Sag mal ja. Fleisch, Eisform. Ach, nochmal Eisform hier, wo du die komplett einfrierst. Okay. Ja, Eisform. Dein Turm friert deinen Gegner komplett ein. 90 Sekunden Abklingzeit, Alter. Okay. So, wir gehen mal weiter, Teufel, ja, hä? Sartal Ausgrabungsstätte. Ah, sind wir wieder zurück und kommen irgendwo anders raus. Oh, okay. Hier sind wir wieder. Ja, und nu? Ich habe vom Tod genug für drei Leben gesehen. Aber eines guten Kampfes. Das ist einfach faszinierend. Hä, jetzt steht auf jeden Fall da, was ist das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt ist. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Okay. Ja, dann, achte mal gut drauf. Huch. Ja. Funktioniert gut. Erstmal wieder nach oben hier. Und so leid es mir gerade tut, aber ich glaube, ich muss wieder auf Lydia wechseln. Dass die mir dauernd reinquatscht, wenn ja irgendeiner am Quatschen ist. Ey, das nimmt die gesamte Story dann so komplett raus, weil das einfach so random ist. Finde ich halt schon echt nervig jetzt zum Teil. Ist ja schön, dass die dir ihr irgendwas erzählt, aber... Ich finde das da in solchen Momenten natürlich eher störend. Deswegen, wir gehen mal nach Weißlauf. Tut mir leid, Mjöll. Wir verkaufen gleich mal Zeug. Ihr braucht etwas? Nein, von euch nicht. Ach, 10 Uhr abends wieder, Mann. Na gut, dann gehen wir zuerst mal zur Drachenfeste.
Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Nee, absolut gar nicht. Deswegen reise ich hier nur mit Nordfrauen die ganze Zeit rum. Ach ja, Thorald ist ja auch noch da. Sondern als Mensch. Hallo? Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja. Nicht? Was für eine Magie. Das ist doch nur Lautlosigkeit. Auch schön, dass es für ihn was Besonderes ist. Hallo? Ich mache mir Sorgen. Ein Drache hat Kühneshain angegriffen? Ach ja, Kühneshain gab's ja auch noch. Gott, das ist doch schon 80 Folgen her. Warte mal, ich will noch mal eure Reaktion hier hören. Kommt, Freunde. Die sagen doch bestimmt noch was anderes dazu. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ja, das ist nur... Ich will dir nur zeigen. Ich will ein bisschen rumposen. So, müsste Lydia dann nicht hier irgendwo sein? Hallo? Was hältst du davon? Passt mit diesen Flammen auf! Das sind keine Flammen, hä? Ich hab doch keine Flammen an! Och, wie sieht's hier denn aus? Kann ich schon mal einen aufräumen? Ich habe Tod genug für drei Leben gesehen. Aber eines guten Kampfes werde ich nie überdrüssig. Wir können ja schon wieder looten. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass Lydia hier irgendwo rumsteht, aber... Sieht nicht danach aus. Hat sie ein eigenes Zuhause hier? Also, ich meine, wenn der Loot schon wieder da ist, dann müssen wir... Müssen wir hier natürlich erstmal aufräumen, ne? Also das ist ja ganz klar. Das steht außer Frage hier, ne? Wie könnten wir hier sowas verkommen lassen? Also, das wäre unverantwortlich. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Hier noch. Ja, lecker, lecker, lecker. Okay. Guck mal. Ihr seht aber wirklich müde aus. Nein, ich bin nicht müde. Flachen Meere sollen noch Betten frei sein. Guck mal. Hallo. Was kann ich für meinen Nordverwandten tun? Och, die wollen nicht. Verdammt. Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. Hä, ich bin gerade mal beigetreten. Wie habt ihr jetzt schon wieder von mir gehört? Ich bin ein verdammter Magierlehrling jetzt sozusagen. Ich bin niemand. Verdammte Axt nochmal. Was ist denn mit euch? Hier ist auch schon wieder Gold drin, okay. Okay, ich gucke erstmal, ob Lydia irgendwo ein Haus hat. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Die hatte ich sonst immer dann im Priesenheim. Hallo, guck mal. Okay. Er hat so seine Hand bewegt, als ob er redet, aber er macht's nicht. Hallo. Hallo. Guck mal. Sagt Ulfric, Sturmantel habe den Großkönig. Interessiert ihn nicht mehr. Na gut. Guck mal. Ihr könnt Trugbilder heraufbeschwören. Das finde ich beeindruckend. Nee, kann ich nicht. Ich kann nur Lautlosigkeit. Achso, warte mal. Naja, gut. Lydia wird wahrscheinlich hier unten irgendwo wohnen, hä? Wenn dann. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Die Klippenläufer waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Ach, Lucia, hallo. Dich gibt's ja auch noch. Was ist denn das hier hinten? Wachunterkünfte, okay. Wenn die Tür auch irgendwie offen ist. Ich mach sie mal zu. So. Das hier rennt hier mitten in der Nacht alleine rum. Ja. Ach, Beletor, hallo. Ach, Isolda wohnt hier, okay.
So. Er wohnt hier drin. Haus von Olafa. Der Schwachen, okay. Olafa? Sagt mir gerade überhaupt nichts. Kriegsjungfer. So, das ist klar hier. Wer wohnt hier? Ach, wieder Wachunterkünfte, okay. Die stehen halt wirklich den ganzen Tag hier rum, ey. Sag mir nicht, Lydia wohnt hier oben irgendwo, ey. Gut gehört. Amrin. Er wohnt hier. Aus von Clan Kampfgeborene. Ja, okay. Tempel von Kinaret. Aus Graumähne. Verdammt, wo ist denn Lydias Haus? Hier? Heimskrs Haus. Also ich glaube bald, dass ich ihr Haus einfach übersehen habe. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge zu sammeln, wenn man sich mal umguckt. Tja, aber ich habe wirklich gerade keine Ahnung, wo sie wohnt. Krass. Habe ich noch nie so drauf geachtet. Wo ihr Haus dann vielleicht ist. Warte mal, ich kann ja nochmal über die Karte probieren. Über diese kleine hier. Vaska. Nee, die hat ja einfach kein direktes Haus. Oder wohnt sie irgendwo bei jemandem mit? Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie nicht außerhalb irgendwo wohnt. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Na klar. Das war's, dann warte ich jetzt mal kurz hier ein paar Stunden. Yeah. Yeah, die ist so gefährlich. Ich warte jetzt hier einfach mal kurz ein paar Stunden. Verkaufe erstmal Sachen und dann gucke ich nochmal oben in der Drachenfeste. Ich weiß es leider gerade überhaupt nicht, wo die ist. Krass. So. Bis 8 Uhr morgens. Dann verkaufen wir gleich mal alles. Bis ich in die Rüstung gemacht. Das ist schön. Ich habe hier einig. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Nee, ich will nur Geld verdienen. Alter. Eine so eine Waffe und die hat kein Geld mehr. So, hier noch irgendwas? Ne. Hier noch. So. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen. Mach ich. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied. Ja, schön für dich. So. Willkommen. Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Sein Stahl ist legendär. Was ist denn mit der Frau? So, und dann noch hier die Streitaxt. Bäm. Oh, schlupp da. Huch. Ach ja, ich hatte ja gewechselt. Ich bin jetzt hier auf den Helm gegangen hier. Stimmt. Ach, den wollten wir ablegen. Okay. Okay. Es ist schön mit euch. Ja, danke schön.
So. Traglast 310 immer noch? Ist das einfach nur wieder so viel Loot? Den hebe ich auf, ey. Junge, ist ja gut. Scheint wirklich einfach nur Loot zu sein, den Schäfte wir hier gerade machen. So, jetzt gucke ich mich nochmal um, ob ich hier... Kennt ihr meinen Vater? Ja, ja. Er ist der Vogt oben in der Drachenfest. Ich weiß. Genießt er mit immer meinen Drachenfest. Lass ihm und seine Weisheiten wieder, ne? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nee. Ach, der schon wieder, ey. Ist das spannend. Verdammt, wo ist denn jetzt Lydia? So, jetzt guck ich hier nochmal rein. Ein Drache hat Königshain angegriffen. Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Oder kann ich... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Dankeschön, aber okay, ne, das... Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet... Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Genießt eure besonderen Drachenfeste. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Alles klar, vielen Dank. Töte den Banditenanführer und Lager still im Monde. Okay. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Dankeschön. Was für eine Magie. Die ganze Herumsteherei ist doch Mist. Oh, da kann ich doch dabei auch... Ich weiß gerade... Einstecken hab? Nee, hab ich nicht. Okay. Wir sollten den Kampf gegen den Sturm enden. Also diese Dinge hier bringen scheinbar keine XP mehr, wenn man die knackt. Diebstahl, das machen wir natürlich nicht gerade. Zumindest nicht für sowas. Ich liebe die kühle Luft. Ja, ich habe leider keine Ahnung, vielleicht wo Lydia jetzt genau wohnt. Lebendig zu sein. Das ist irgendwie nicht so geil gerade. Ich glaube, ich mache mich da mal schlau. Dann wird die Folge halt vielleicht mal ein kleines bisschen kürzer. Obwohl, naja, wir sind ja fast bei einer Stunde. Dann looten wir hier noch alles weg und dann haben wir's. Siehst du, so überziehen wir einfach wieder schön. Mit ein bisschen Rumgeloote hier. Ein Silber. Huch! War ich nicht! Hallo? Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Ja, Mann. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. So, erstmal ein Jarl wieder das Essen klauen. Seinen Apfelkuchen und seinen Wein. Schön, dass er nur den Billigwein hier rumstehen hat und nicht den Altowein. Und wieder Silberbarren, jede Menge. Dankeschön. 43 Gold. Und wieder ein starkes Gift der Lähmung. Junge, das Ding kannst du ja aber auch farmen, ne? An der Stelle, weil das jedes Mal wieder da ist. Es ist so gut. Okay, na gut. Ich mach mich mal fix schlau, wo sie ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.